Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor der vierten Runde der Tipico Bundesliga. Am Sonntag steigt der Klassiker zwischen Sturm und Rapid in der Merkur Arena. Es sind bereits 12.800 Tickets verkauft und bei uns begrüßen darf ich Cheftrainer Nestor El Maestro und Jörg Siemhandl. Nestor, nach der Niederlage gegen Hartberg, was muss die Mannschaft ändern, um am Sonntag wieder als Sieger vom Platz zu gehen? Das weiß ich nicht. Das ist jetzt nicht PlayStation, dass ich auf Knopfdruck plötzlich ganz anderes auftrete. Also, im Grunde genommen werden wir jetzt nicht vieles ändern. Ich glaube, oder ja, wir sind in alle drei Ligapartien mit einer sehr ähnlichen Strategie gegangen. Damit sind wir zu zwei Drittel erfolgreich gewesen. Es ist halt so, dass an manchen Tagen man besser und an manchen Tagen man schlechter spielt. Und wir hoffen, dass wir jetzt dann nach dem Spiel am Sonntag dann zu drei Viertel erfolgreich sind auf unserem Weg. Jörg, wie schätzt du Rapid momentan ein und welche Spiel erwartest du am Sonntag? Ja, das Spiel ist Sturm Graz, Rapid kennt jeder, dass es halt auch für die Fanlage um sehr viel geht. Also ist das sicher eine gute Stimmung mal da und am Platz wird es natürlich auch rund gehen in gewissen Situationen. Aber wie erwarte ich, also Rapid spielt immer ihren Stil. Sie wollen dominanter auftreten und wir spielen unsere Sache, so wie wir es die letzten Runden gespielt haben. Und werden da unaufgeregt reingehen. Ich bitte um Ihre Fragen. Trainer, der Hirli hat heute normal wieder mittrainiert. Wird er schon im Kader stehen oder gibt es noch keine Entscheidung? Also bis auf Thorsten Rücher, der noch nicht mit der Mannschaft trainiert, sind alle Spieler kaderfähig. Jetzt bei Hirli speziell muss ich mit den Spielern auch nochmal reden und dann nehmen wir uns jeden Tag Zeit. Es ist so, der wäre grundsätzlich bereit, hat jetzt diese Woche voll trainiert. Es wäre natürlich der erste Spiel nach einer doch längeren Verletzungspause und auch ohne Vorbereitung. Und es ist auch so, dass man von Tag zu Tag gucken muss, wie der Knie reagiert auf die Belastung. Diese Woche war es ganz gut. Wie gesagt, ich habe es noch nicht entschieden, aber wenn soweit alles passt, natürlich habe ich gerne in diesem großen Spiel unser Kapitän im Kader. Weitere Fragen? Wie bewertest du bisher Rapid vom Gesehenen? Also jetzt allgemeine Urteile abzugeben ist nicht mein Aufgabenbereich. Das ist für die Medien und für die Öffentlichkeit. Ich sage es nur, Rapid ist Rapid, wird immer sein und besonders gegen Sturm Austria. In die großen Spielen werden sie schon ihre Qualität auf den Platz bringen, glaube ich. Und deswegen erwarten wir ein schwieriges Topspiel und geben alles, dass wir am Ende als Sieger vom Platz gehen. Oder anders gefragt, Rapid wie das spielt ja anders als Hartberg. Ist es dann durch vielleicht für Sturm auch, unter Anführungszeichen, angenehmer, einfacher, diesen Spielstil, diese Strategie, die bisher angewendet wurde, anzuwenden? Also grundsätzlich ist Hartberg einfacher zu spielen wie Rapid. Mit allem Respekt, und Wattens ist auch einfacher zu spielen wie Salzburg. Es heißt aber nicht, dass wir die kleinere Spieler immer gewinnen und die größere immer verlieren. Aber
ich weiß, in welche Richtung sie gehen. Also wenn man jetzt auf offensives Umschalten setzt, ist es häufig so, dass es einfacher ist gegen Mannschaften, die auf Ballbesitz setzen. Rapid würde ich jetzt nicht in diese Gruppe eintun. Und das ist auch keine Ballbesitzmannschaft. Das Umschalten von beides wird trotzdem mitentscheidend sein, wie in jedem Spiel. Bis jetzt hat es in jedem Sturmspiel einen Ausschluss gegeben. In allen drei Spielen, weil wir vorher bei zwei Drittel waren. Zwei Drittel war in dem Fall jetzt bei den Gegnern. Stimmt, ja. Kann das am Sonntag auch wieder passieren? Soll es dann drei Viertel sein für die Gegner im besten Fall? Ich glaube, für den neutralen Zuschauer, und da bin ich keiner, es ist immer natürlich schöner, wenn die Spiele 11 gegen 11 auch zu Ende gespielt werden. Es ist aber außergewöhnlich, ja, dass es immer einen Ausschluss gab. Deswegen glaube ich, ist es unwahrscheinlich, dass es in 4 von 4 Spielen gibt. Wenn, dann bitte nicht für uns, ja klar. Frage an den Jörg, oder hast du noch nicht zu? Nicht wegen Rapid, aber im weitesten Sinne auch, inwieweit das auch für dich ein Thema ist. Länderspiele stehen auf dem Programm, Heinz Lindner hat keinen Verein, Bavaro Bervon ist Nummer 2. Denkt man auch unter der Woche daran, dass vielleicht das Thema Nationalteam eines werden kann in naher Zukunft wieder? Nein, also das zahlt sich nicht aus, dass man da ständig drüber nachdenkt. Wenn es dann so ist, dann freue ich mich natürlich. Und ja, ist halt schön dabei zu sein, aber ja, ich kann nur beim Verein die Leistung bringen und alles andere werde ich dann eh sehen. Also da tue ich jetzt nicht viel immer dumm. Wie beurteilst du deine eigene Leistung bisher in den drei Spielen? Jetzt steht auch Gegentor aus einer Standardsituation zu Buche. Sonst kannst du aus dem Spiel bekommen. Ja, also wenn man nach dem geht, schaut es ganz gut aus. Also es gibt sicher ein paar Sachen, die man besser, schlechter machen kann, aber ja, war jetzt noch nicht so viel los. Also ich bin dabei noch ganz zufrieden. Gibt es noch Fragen? Nein. Wenn nicht, dann danke fürs Kommen und bis Sonntag.